Moin moin und hallo, heute möchte ich euch die Funktionsweise eines Sklaverant-Ventils, auch genannt französisches Ventil, Rennventil oder Presta-Ventil, etwas näher bringen und erklären. Oben im Bild, hier, seht ihr es an einen aufgepumpten Reifen und hier links habe ich mal eins vom Reifen, getrennt. So, das erste Bauteil oben ist natürlich der Staubdeckel und dann gibt es natürlich noch die Kontaktohrring, der das sozusagen an eurer Felge festhält. Und dann seht ihr das Ventil so herausragend, wie ihr da oben seht. Wir drehen es auf. Dadurch wird, wenn man jetzt reindrückt, da unten ein Ventil nach innen gedrückt und dadurch ist es möglich, Luft herein und herauszulassen. So, jetzt drehen wir das mal weiter auf und dann seht ihr das genauer. Das hier oben ist die Abdeckung, die sozusagen verhindert, dass das Ventilteil selber hier herausfällt und in den Schlauch dann landet. Hier unten seht ihr eine Gummidichtung, die dichtet dann diesen konischen Bereich hier vorne ab. So, so hängt das dann da drinnen. Plopp. Und das hier oben ist dafür da, um es dann zu kontern. So, dieses Ventil hat einen Maximaldruck von 15 Bar. Und ich zeige es euch jetzt mit Druck drauf. So, also es ist jetzt eingebaut und wir drehen es auf. Der Überdruck im Reifen betätigt jetzt sozusagen das Ventil, dass es zu ist. Wenn wir aber jetzt dagegen drücken, dann hört ihr, drücken wir ja diese Dichtung hier auf, die da unten drin ist, und dadurch fließt das die Luft hinein, wenn wir jetzt eine Pumpe drauf hätten, oder heraus. Wenn wir fertig sind, drehen wir dieses obere genannte Kontergewinde wieder zu und es ist dicht. Dieses Ventil wird oft benutzt, wenn zum Beispiel die Felge nicht so breit ist. Ne? Denn ihr könnt dieses Ventil mit einem geringeren Durchmesser, also das benötigt nur eine 6,5 mm breite Bohrung, das heißt, es ist 2 mm weniger als andere Ventiltypen aufweisen. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das Ventil am eingebauten Zustand aussieht. So sieht es dann an der Felge aus. Hier ist der Reifen, da ist die Felge, da ist der Kontaktohrring, hier ist die Staubplatte und hier ist das Ventil selber. Zugedreht, aufgedreht und wieder zugedreht. So, Staubkappe am Schluss drauf und fertig. So, jetzt noch zum Aufpumpen. Wir benutzen entweder extra ein französisches Ventiladapter oder in den heutigen Pumpen ist ja alles schon drin. Wie ihr hier seht, ist die Seite dafür mit so einem Punkt in der Mitte. Das ist Autoventil. Und wir nehmen die Seite, die für entweder das französische Ventil gedacht ist oder für das Dunlop-Ventil. Was wir machen beim Aufpumpen ist, wir drehen das Ventil auf, nach links. Jetzt ist es auf. Dann kommt die Pumpe herein und dichtet es wieder ab, indem ihr die Sicherung setzt. Jetzt könnt ihr den Schlauch dann im eingebauten Zustand aufpumpen. Ihr seht, wie er größer wird. Und dann auf die geforderte Barzahl bringen. Danach öffnen wir wieder und ziehen unsere Pumpe ab und schließen das Ventil, indem wir es nach rechts drehen. Jetzt ist es geschlossen. Nun fehlt nur noch die Staubkappe und dieses Ventil wurde jetzt wieder befüllt. So, so funktioniert das. Hier ist es nochmal. Ventil mit Gummidichtung ist da drinnen, kommt oben raus und da drauf sitzt dieses Konterschräubchen, welches man dann zudrehen kann und aufdrehen kann, so, und dadurch das Ventil betätigt. So funktioniert dieses Gerät, Schäftchen. Sehr intelligente Lösung, sehr platzsparend und
hält auch einen hohen Druck aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Bis zu 15 Bar Druck könnt ihr in hält dieses Ventil aus. Und es wird halt hauptsächlich an schmalen Felgen benutzt, an Rennrädern zum Beispiel oder an Mountainbikes. Also ihr könnt sie halt überall einsetzen, weil es auch so eine kleine Bohrung braucht. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Channel und gebt mir ein positives Feedback. Soon.